Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Infovideo. Yay! Es geht um meinen Uploadplan, den ich jetzt hier gerade mal zeige für die kommenden Monate. Sollte eigentlich soweit auch ganz gut klappen, denke ich. Ja, also man sieht auch rechts jetzt erstmal, ich kann dir mal kurz zeigen, hier sieht man die Legende, dass man weiß, aha, okay, so ist das also. Es geht folgendermaßen los, also hier ist der 6. Oktober, 7., 8., 9., bla bla bla. Hier steht dann Oktober, November, weil ja hier noch die erste Hälfte Oktober ist und hier die andere Hälfte dann wieder dann der November anfängt. Nur, dass man das Gerüst hier vielleicht so ein bisschen versteht. Und diese hinterlegten Farben zeigen halt immer an, was für Videos da jeweils kommen sollen. Folgendermaßen. Ja, gestern kam nochmal eine Folge von Spoor. Nächste Woche kommt nochmal ein kleines Infovideo zu Spoor. Also das war jetzt so gesehen die letzte Folge von Spoor, die ihr gesehen habt. Lasst euch nicht verarschen, nur weil da auf einmal eine 19 steht in dem Video. Also Spoor, Let's Play Spoor Folge 19, das ist eigentlich dann nur ein Infovideo. Da sage ich dann aber auch mehr dazu, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte. Ja, wie man sieht, ich habe Half-Life fertig aufgenommen. Die ganzen Folgen sind auch schon alle hochgeladen. Geht also noch bis zum 31. Dann geht es hier weiter in dem Bereich bis zum 27. mit The Lego Movie Video Game. Ja, ich habe das auch schon fertig. Dann geht es hier ab dem 28. November los mit Super Meat Boy. Bin ich auch schon fertig. Haha. Ja, und dann ab dem 30. Dezember geht es los mit meinem neu aufgenommenen Deadpool Let's Play. Die Videos sind auch soweit schon alle hochgeladen. Bei Deadpool sind bisher nur 10 Folgen aufgenommen, aber ich denke mal, so circa 6 Folgen wären es noch, die ich jetzt aufnehmen muss, und dann bin ich auch schon fertig damit. Je nachdem, mal gucken. Das ist jetzt so gesehen, ja, wie soll man das sagen, ein Testmodell. So vom Uploadplan, sag ich mal, so ist er eigentlich, also nur halt diese Videos, die halt noch fehlen, die werde ich halt noch aufnehmen. Also schätzungsweise 16 Folgen für Deadpool. Und kluge Äuglein haben bestimmt gesehen, dass es hier nicht mehr weitergeht mit dem Wer wird Millionär-Projekt. Hat folgenden Hintergrund. Ich möchte nur noch bis Ende des Jahres, so gesehen, dieses Wer wird Millionär-Projekt bzw. Staffel 2 machen. Das sind dann insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht irre, insgesamt 35 Folgen für Staffel 2. Staffel 1 haben wir ja mit 30 Folgen beendet. Und ich denke, mit 35 Folgen ist Staffel 2 dann auch fertig. Aufgenommen ist da derzeit bis Folge 21. Also da muss ich noch den Basti und den Hannes ein bisschen zu motivieren, mal wieder vorbeizuschauen, damit wir da dann auch noch ein paar Folgen machen für das Jahr. Ja, Let's Test wie gewohnt immer noch am Wochenende, jeden zweiten Sonntag. Hat sich nichts verändert. Wer wird Millionär hat sich ja dann auch eigentlich nichts geändert. Es ist halt dann nur so, dass es dann erstmal pausiert wird nach dem Jahr. Ich denke mal, dass es dann so ab März, April wieder losgehen wird für Staffel 3. Und ja, was... Entschuldigung, ich mach mir gerade eine kleine Mische, weil ich gleich dann Deadpool weiter aufnehmen will. Ja, was dann nach Spoor kommen wird, weiß ich noch nicht. Bin ich ganz unsicher. Ich habe irgendwie so überlegt, dass ich ein kleines Let's Play von Marvel Heroes mache, also dem MMO. Ja, da werde ich dann aber auch nur bis zu Dr. Doom zeigen, denke ich mal. Das sollte dann ausreichen. Ja, dass man wenigstens einen Eindruck von dem Spiel hat. Das ist eigentlich schon sehr weit, kann ich sagen. Das werden auf jeden Fall ein paar Spielstunden sein. Joa. Das könnte aber ganz lustig werden, denke ich. Darum, ja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal der Plan. Was hat sich jetzt also insgesamt geändert? Wer wird Millionär hört Ende dieses Jahres auf.
Ich werde jetzt nur noch immer ein Hauptprojekt am Laufen haben. Das wird dann immer Dienstag bis Freitag laufen. Vorher war es ja immer so, dass ich dann Dienstag ein Projekt war und Donnerstag ein Projekt. Und dann das andere Projekt war dann immer Mittwoch und Freitag. Das habe ich jetzt erstmal weggemacht, weil ich das zwar einerseits schön finde, dass man so viele Projekte hat und schön abwechslungsreich ist, ist natürlich gut. Nachteil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht diese ganzen Folgen auf Vorrat hätte, müsste ich ständig immer andere Spiele hin und her wechseln und das ist nicht schön. Von daher machen wir das erstmal so. So passt es zeitlich auf jeden Fall für mich ganz gut. So habt ihr dann auf jeden Fall regelmäßige Videos. Und ich denke, damit sind wir doch alle zufrieden. Jetzt haben wir hier ein übelst langes Infovideo. Ich bin begeistert, dass ich so viel wieder am Stück labern kann. Und wenn ich jetzt gleich wieder Deadpool zocken werde, kriege ich bestimmt wieder kein einziges Wort raus. Hammergeil, Edit. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie es denn jetzt die Woche aussehen wird. Heute kam ja schon, glaube ich, die erste Folge wieder von Half-Life. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Heute, morgen und übermorgen, die Folgen sind noch alleine und ab dem 10., also dem Freitag, geht es dann los, dass die ganzen anderen Folgen noch der Hannes mit dabei ist. Weil die Folgen hatte ich noch irgendwie auf Reserve aufgenommen, aber hatte ich irgendwie dann nie hochgeladen, weil ich dachte, hey, lohnt sich nicht für drei Folgen auf einmal wieder Hoffnung zu wecken bei den Zuschauern und dann geht's doch auf einmal wieder nicht weiter. Habe ich gedacht, lässt du das erstmal, machst erstmal die ganzen Projekte fertig und dann lädst du hoch. Ja. Ich denke, jetzt habe ich erstmal genügend gesagt und ich denke, ihr müsst diese Worte erstmal auf euch wirken lassen. Die schwierigste Entscheidung für mich war eigentlich wirklich mit dem Wer wird Millionär, dass ich das dann erstmal wieder beende für ein paar Monate. Ja, das war echt heftig. Aber ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, wieder ein bisschen sein Allgemeinwissen aufzuwerten, um dann natürlich für Staffel 3 richtig loszulegen, wenn man wieder vom Spiel verarscht wird, weil einfach mal die Antwortmöglichkeiten, ja, einen verarschen, sagen wir es einfach so. Ich sag nur Staffel 2, Folge 1. Ja. Der Sand der Zeit. Man hat das der vertauscht. Klassiker. Gut, Leute, würde ich sagen, das war wieder ein Infovideo von mir. Leider ohne Facecam fällt mir gerade ein, weil ich zu faul war, jetzt irgendwie meine Webcam zu platzieren. Aber ich denke, auch ohne mein Gesicht ist es ganz praktisch, weil so habt ihr auf jeden Fall einen besseren Überblick jetzt über dieses Bildchen und könnt euch das dann anschauen. Ja, alles klar, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Intro-Video oder in einer Let's Play-Folge wieder. Mein Name ist EditTP. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, Zuhören, Ertragen. Bis dann, Leute. Tschüss.